So, achtet schön darauf, dass die Dichtflächen ordentlich sauber gemacht worden sind. Setzt die Dichtung ordentlich auf. Überprüft nochmal, dass die Bohrungen im Prinzip übereinstimmen mit der Dichtung. Selbst da gibt es Qualitätsunterschiede. So, als nächstes setzen wir den Zylinderkopf auf. Achtet darauf, dass, falls ihr einmal die Dichtung gewechselt habt, auch die Dichtung für die Zuganker mit gewechselt habt. Neue Kupferdichtungen. Experten sprechen davon, dass die vorher gerade bei den neuen Dichtungen ausgeglüht werden, damit sie etwas weicher sind und dadurch auch natürlich auch ein bisschen besser abdichten. Hier drauf ist zu achten. Wir setzen den von links, von der rechten Seite ein. Die Stößelstangen vorher einpassen. Wenn es möglich ist, schon direkt in die Kipphebel mit rein. Upsala. So. Die setzen wir jetzt von der linken Seite ein, halten die Stößelstangen fest. Führen sie ein in den Zylinder und setzen den Zylinderkopf auf. Jetzt überprüfen wir, dass die Stößelstangen direkt in die Kipphebel einpassen, weil ein nachträgliches Einpassen nicht mehr möglich ist. Und wenn ihr zu fest anzieht und die nicht richtig sitzen, können sie natürlich auch verbiegen. So, Kipphebel sitzen, Zylinderkopf sitzt plan. Können wir nochmal überprüfen, in dem Moment, dass wir mit den Fingern nachprüfen, dass sie dabei sind und überprüfen, dass der Zylinderkopf ordentlich plan sitzt, gerade sitzt. So, als nächster Schritt ziehen wir die Zuganker des Zylinderkopfs an. Dadurch, wenn möglich, mit den Fingern erstmal etwas vorschrauben, etwas anziehen. Ganz wichtig dabei, dass wie bei allen Plangeschichten der Zylinderkopf über Kreuz fest angezogen wird. Etwas fummeliger wird es natürlich auf der Seite der Stößelstangen, aber selbst das ist machbar. Immer schön über Kreuz anziehen und natürlich auch am Ende fest anziehen. So, die Schrauben sind jetzt alle angezogen. Nach und nach wird jetzt nochmal über Kreuz wirklich fest nachgezogen, damit nicht gleich wieder dasselbe Dilemma auftritt und wegen einer durchgebrannten Zylinderkopfdichtung. Im Anschluss machen wir dann weiter mit dem Einstellung, mit der Einstellung des Ventilspiels. Und das ist das nächste Kapitel. So, nachdem wir jetzt die Zuganker alle nachgezogen haben, überprüfen wir nochmal letztendlich, dass sie fest sind. Denkt aber bitte daran, nach fest kommt ab. Nochmal ganz kurz. Es gibt natürlich auch Drehmomenten, Schlüssel für sowas, aber ich behelfe mich hier mit meiner Variante, mit dem Imbusschlüssel und dem Ringschlüssel als Verlängerung. So, alle Zuganker sollten jetzt
passig, gleichmäßig angezogen werden. Nochmal zur Erinnerung, dann denken, immer über Kreuz den Zylinderkopf festziehen, damit er gleichmäßig sich auf den Zylinder anziehen kann. So, als nächstes gehen wir daran, das Ventilspiel von Auslass- und von Einlassventil einzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Einstellwerte einigermaßen eingehalten werden, um natürlich ein lautes Klappern zu verhindern. Aber die Bücher gehen eigentlich davon aus, dass man ein Ventilspiel von 0,1 Zwischenraum einstellt. Die praktische Erfahrung hat dabei ergeben, dass sich der Motor in der Wärme natürlich etwas ausdehnt und es dadurch, dass das Ventilspiel mit 0,1 doch sehr eng gehalten ist, es dadurch durchaus kommen kann, dass die Ventile bei erhöhten Temperaturen eben verbrennen können, eben auch zu heiß werden, wenn sie nicht ordentlich öffnen bzw. schließen. Daher stelle ich aus praktischer Erfahrung immer einen Wert im Auslassventil von ca. 0,15 und im Einlassventil von ca. 0,12 ein, um einigermaßen sicher zu gehen, dass mir die Ventile noch einigermaßen erhalten bleiben. So, dazu drehen wir jetzt den Kolben in die oberste Stellung, also zum sogenannten oberen Todpunkt. Warum? Am oberen Todpunkt ist die Position der Kipphebel, an denen beide Ventile geschlossen sein sollten und dadurch im Prinzip das Ventilspiel eingestellt werden kann. Dazu bediene ich mich eines ganz normalen Schraubenziehers, den ich ins Kerzenloch leicht reinstecke, aber vorsichtig natürlich nicht reinfallen lassen, und überprüfe im Prinzip so die Stellung des Kolbens ganz vorsichtig. So, oberster Todpunkt sollte erreicht sein. Und jetzt geht es im Prinzip daran, das Ventilspiel einzustellen. Wir fangen im Prinzip mit dem Auslassventil an. Dazu benötigen wir sollten die originalen Schrauben noch vorhanden sein. Für die obere 8er Schlüsselweite, für die Kontermutter die 11er Schlüsselweite. Und lösen im Prinzip falsche Seite, so, 11er, kurz gelöst, so leichtgängig, so, vorbereitet schon mal ein Spion oder auch eine Maßlehre. Früher haben wir immer Spion gesagt. Also ich sagte, im vorderen Ventilspiel ein Spiel von ca. 0,15. Drehen im Prinzip so, dass sich die Leere noch leicht durchschieben lässt. So, lassen die Leere auch drinne hängen. Nehmen wieder unsere beiden Maulschlüssel, halten die Schraube mit dem 8er fest und versuchen jetzt ganz vorsichtig, ohne dass sich die Schraube noch bewegt, die Kontermutter festzuziehen. So, nochmal die Leere nachgeprüft. Liegt schön stramm auf der Leere auf. Das heißt, sie kann sich gerade noch so durchschieben lassen. Damit das Einstellen des vorderen Auslassventils erstmal beendet. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Einlassventil. Lockern wieder die Konter.
Da mein Spion im Prinzip nur 0,1 hergibt und die nächste Stufe das 0,15 ist, werde ich jetzt die 0,1 etwas lockerer einstellen. Sodass die 0,1 durchgeht, aber die 0,15 sollte in dem Moment dann nicht mehr passen. So, wie das so immer ist, verschwinden immer genau die, die wir natürlich benötigen. So, 0,15. So, die passt nicht durch. Nochmal nachprüfen. So. Und wieder vorsichtig sein beim Kontern. Schraube festhalten und die Konternmutter ziehen. So, nochmal nachprüfen, dass die 0,15 nicht durchgeht. So, haben wir einigermaßen hinbekommen. Als nächstes werden wir die Ventile erstmal ein bisschen nochmal arbeiten lassen und im Anschluss durchprüfen, ob das Ventilspiel immer noch den Einstellungen entspricht, die wir eben gerade vorgenommen haben. So, wieder den Motor auf den oberen Totpunkt. Man kann den oberen Totpunkt auch am Schauglas am Motorblock visuell einstellen. Dort hat die Schwungscheibe eine Markierung. So, oberen Totpunkt. Auslassventil. Stimmt das Maß? So, das Einlassventil passt jetzt die 0,15 nochmal durch, also hat sich durch das Anziehen doch etwas verändert. Jetzt werden wir nochmal nachjustieren. Also nochmal lösen der Kontermutter. Zehn passen durch. Passt nicht mehr durch.
Und leicht. Den passt nicht durch, also den haben wir Spaß, haben wir durchprobiert. In den oberen Totpunkt einstellen. Ausgangsventil passt. Passt. So, nachdem wir jetzt das Ventilspiel eingestellt haben, folgt als nächster Schritt erstmal die Zündung einstellen, wieder neu, da ich die den Magneten abgenommen hatte, um zu überprüfen, ob der Drehschieber noch im ordentlichen Sitz liegt, beziehungsweise nicht defekt ist, sich ausgerissen hat. Theoretisch sollte es nicht der Fall sein, da ich ihn im letzten Jahr gewechselt habe und er im Prinzip neu ist. Beim Drehschieberwechseln ist immer darauf zu achten, dass er so platziert ist, dass die Steuerzeiten natürlich noch stimmig sind. Das heißt, die neuen werden immer mit zwei Pnüppeln ausgeliefert, wo einer davon abgesägt werden muss. Und Informationen dazu findet ihr breit bebildert, natürlich auch im AWO-Forum.